Vom schicken 16. Arrondissement ins Marais, in den Showroom von Designer Damir Doma. Geboren ist er in Kroatien, aufgewachsen in Deutschland. Seine modischen Vorbilder aber waren immer in Antwerpen. Der Belgier Raf Simons zum Beispiel. Bei ihm hat Doma 2004 nach seinem Abschluss an der Modeschule Esmod gearbeitet. Seit 3 Jahren hat er nun sein eigenes Männermodelabel. Und das reflektiert die Welt des jungen 28-Jährigen mit jedem Kleidungsstück. Der Grundgedanke ist, dass es mir darum geht, erstmal herauszufinden, wer ich eigentlich selber bin und mich auch irgendwie zu verwirklichen in meiner Kleidung. Insofern gehe ich, ist das so eine etwas künstlerische Herangehensweise, ja. Aber mir ging es vor allem in den ersten 3, 4 Saisons darum, überhaupt mich zu entdecken und das herauszubringen und zu pushen, was mich eigentlich ausmacht. Und ja, das ist immer so ein Spiel, finde ich, zwischen weich und hart und zwischen Licht und Schatten. Und ich finde, um das eine herauszubringen, muss man das andere auch betonen. In Damir Domas Kollektion für diesen Sommer ist die Linie entlang weicher und harter Formen gezeichnet mit messerscharf geschnittenen Sakkos und ultraleichten Shorts, Hightech-Sandalen und zur Unkenntlichkeit gewickelten Sahariettes. Die rumänische Botschaft von Paris dient Doma als Schauplatz seiner avantgardistischen Vision von zeitgemäßer Männermode. Ich finde wenig Bezug eigentlich zu der existierenden Männermode oder auch zu dem, was man so in den letzten 20 Jahren gesehen hat. Also ich muss dazu sagen, dass vielleicht, was mir extrem wichtig ist, ist einfach den Menschen oder dem Individuum eine Möglichkeit zu geben, sich durch Kleidung auch auszudrücken. Und ich finde, die Männermode heutzutage wirkt oft sehr konstruiert, wie eine Rüstung fast schon, finde ich. Und das entspricht aber nicht dem menschlichen Charakter, ja. Und ich will da ein bisschen mehr Weichheit und Sensitivität reinbringen. Damir Domas Männer sind in Jacken gehüllt, die den Körper nicht nur weich umspielen, sondern ihm eine eigenwillige Form geben. Seine Hosen sind dekonstruierte Jodhpurs. Die Jersey-Shirts wie Origami plissiert. Ein Schal wird bei ihm zu einer Jacke. Doma spielt mit der Idee eines modernen Nomaden. Als ich angefangen habe, an dieser Kollektion zu arbeiten, das ist bei mir oft so, da ist ein Gefühl in mir, das ich aber noch nicht so konkret in 2 Worte fassen kann. Ja, es ging zu dem Zeitpunkt um so ein Gefühl der Weitläufigkeit eines Fotos von einem Fotografen namens Michael Kenner, war der Ausgangspunkt der Kollektion. Und ich hatte einfach diese Landschaft vor mir und habe dann diese Person, diesen Nomaden da reingebaut sozusagen. Der Mensch in der Natur. Sein Körper als verformbarer Rohstoff. Domas Mode ist vor allem ein Spiel mit natürlichen Materialien. Transparent gewebter Leinen, geflochtene Baumwolle, hauchdünnes Napalleder. Doma schafft Texturen, bei deren Haptik er sich von deutschen Künstlern inspirieren lässt. Was ich an der Arbeit von nicht nur von Anselm Kiefern, sondern auch von zum Beispiel Beuys sehr gerne mag, ist einfach diese Materialität, das heißt die Struktur, die Tiefe der einzelnen Strukturen und die Kombination der verschiedenen natürlichen Materialien, was sich irgendwie auch in meiner Arbeit widerspiegelt. So sehr Doma von der zeitgenössischen Kunst geprägt ist und klassische Kleidungsstücke dekonstruiert, so wichtig ist ihm am Ende der gute Sitz eines Kleidungsstückes. Ich finde, eine Jacke oder eine Hose oder was auch immer, das, was nicht bequem ist und was, wo man sich nicht drin wohlfühlt, ist es überhaupt nicht wert, gemacht zu werden. Ich probiere es immer selber an und oft teste ich die Sachen auch über 1 Woche oder 2, um zu sehen, funktioniert es überhaupt. Ja.
Und das eine ist natürlich immer das, was man in der Show sieht. Das ist eine Vision, aber das andere ist dann tatsächlich die Alltagstauglichkeit, die mir doch extrem wichtig ist. Und im Alltag sieht Doma Männer natürlich als moderne Nomaden.